sollte, denke ich, da mal nicht reinspringen, weil sonst komme ich da nicht mehr rauf. Aber so kommen die Bugus rüber. So, Moment. That was not my plan. Weil vielleicht komme ich ja von da drüben. Ganz vorsichtig, oder runterzufallen. So. So, gut. Meine lieben Bubus, folgt mir! Alle im Entenmarsch! Ich hoffe, es sind alle da. Ich hoffe es zutiefst. Aber ich denke schon. Ich denke, ich habe alle Bubus. Ja, gut. Bubus. Alle. Da draufstellen. Oh nein, was ist das? Was passiert da? Ich denke, wir fahren runter. Das wird es sein. Oh, guck mal, hier ist ein Safe Point. Und ich kann mich hier heilen. Oh, wo sind wir hier? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. So. Gut, muss ich mich heilen? Ich denke nicht, dass ich mich heilen brauche. Ja, es geht grundsätzlich. Ich werde aber Gumbrina reinpacken. Ich hab, denke ich mal. Habe ich die 8 Münzen? Ich glaube, diese 8 Münzen sind drinnen. Gut. Einmal speichern. Einmal speichern. Einmal speichern. Speichern kann man mal, ja. So. Gut. Ja, geht's weiter. Ich sehe was drinnen. Ach ja, ich habe übrigens einen Sternensplitter gefunden. Hinter einer Röhre. Hallo. Ja, du brauchst die Bubus, du Nudel. Hm. Das kann auch nicht. Es kann doch nur doch irgendwo hier sein. Hä? Da kommt jemand. Das bin ich. Kann ich den irgendwie suchen oder so? Hallo. Hm? Ist halt überhaupt nicht auffällig, wenn ich das jetzt mache, dass der jetzt kommt und sagt so, ja, haha, du hast das Bubu-Bubu-Bubu angeschafft. Bam, bam. Da ist das Sternjuwel! Nein, 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 er holt sich das nämlich jetzt. Wow, Mario, da ist es ja, das Sternjuwel. Das war halt so klar, ne? Hey, schon wieder dieser Kerl. Das suche ich und suche und dann fällt es mir einfach in die Hände. Das Sternjuwel, endlich. Was für ein Glück. Du bist nur ein dreister Dieb. Du hast es mir geklaut. Aber wen sehe ich denn da? Ist das nicht der Trottel, der in meine Falle getappt ist? Und der noch dazu das Pech hat, das Sternjuwel nicht zu bekommen? Oh, mein Mitleid ist grenzenlos, aber ich habe einen Trostpreis für dich. Willst du wissen, was es ist? Nein, ich will es nicht wissen. Es ist der Auslöser für eine Zeitbombe. Das ist ein Kinderspiel, das geht doch nicht. Boom! Und dieser schöne große Baum wird in alle Winde zerstreut. Du bist ein Fiesling. Natürlich mit allem, was so drin ist. Ich kann doch nicht in der Zeit darauf klettern. Ich für meinen Teil habe genug von diesem morschen alten Baum. Also, auf nie mal wiedersehen. Mario, ich denke, wir sollten hier schleunigst verschwinden. Denke ich auch. Ich hoffe, ich habe alle Bubus. Ich finde es schön, dass der Timer während... Kommt, ernsthaft? Rennt jetzt während dem Camp. Stirb doch ein bisschen schneller, wenn es geht. Ich mag keinen Zeitdruck in Videospielen. Ja, ist okay. Warte mal, ich kann das nicht wegdrücken. Mach das auf. Mach das auf. Achso, ich... Nein, ich habe sie dazu gemacht. Geh auf!
Oh mein Gott, wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay, ich muss rauf. Oh Gott, wie fies ist das denn? Und da rein. Ich hoffe, ich habe alle Bubus. Ich hoffe es zutiefst. Buboma! We're coming to rescue you! Ich halt immer noch diesen einen Dings nicht habe. Ich hoffe, das ist nicht zu knapp bemessen. Ich hoffe, fallen keine Bubus runter. Das ist meine größte Sorge, dass mir hier Bubus runterfallen und ich sie dann suchen darf. Weil, wenn du nicht alle Bubus... Ob das funktioniert, wenn ich zu Boomer gehe? Boomer! Wer bist du denn, du Hohlkugel? Ey, lass mich durch, du alte Hexe. Bursche! Hast du mich eben eine alte Hexe genannt? Zeig dir vielleicht etwas mehr Respekt vor dem Alter. Auch wenn es mich mein Leben kostet, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Was soll das, du verkalktes Fossil? Also damals, ich war noch ein blutjunges, lebenslustiges Ding. Autsch, das war zu viel. Oh, mein Hexenschuss. Das kommt davon, mir eine Gardinenpredigt erhalten zu wollen. Hey, warte. Das war's wohl für dich. Du gibst uns auf der Stelle das Janubil zurück. Und dann verschwinde aus diesem Wald. Zumindest werde ich wohl erst einmal den Zünder ausschalten. Oh Gott sei Dank. Ihr kleinen Pestbeulen. Das sind solche Beleidigungen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber gut, ihr lasst mir wohl keine Wahl. Also beklagt euch nicht. No! Ach so. Los geht's, Cruisybot. Ihr werdet viel Spaß haben mit unserer neuesten Entwicklung. Na super. Was zur... Nämlich ist der Timer aus. Na, schlottern euch schon die Knie? Ist schon beeindruckend, unser Cruisybot, oder? Aber das ist noch gar nichts. Ich werde euch jetzt zeigen, was dieses Monster so kann. Wow, wirklich gigantisch. Aber irgendwas stimmt nicht mit dem. Halt mir auf jeden Fall die Augen offen. Ich habe das dumme Gefühl, ich hätte die kleinen Dinge doch mitnehmen sollen, damit die mir zu Hilfe eilen, aber mal gucken. Das ist ein Cruisybot. Cruisilio steuert diesen Cruisionen-Roboter. Max Kapitel 30, Verteidigungskraft 2, Verteidigung 1. Besonders gefährlich ist sein Cruisy-Stampfer. Klar? Der ist ja auch eher groß. Er kann auch seine Arme abtrennen und sie separat angreifen lassen. Für die Arme gilt Max Kapitel 2, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Die Arme sind ziemlich stark. Vielleicht solltest du sie zuerst ausschalten. Wie findest du eigentlich das Design von diesem Cruisybot? Ich weiß ja nicht. Pink? Was hast du gegen Pink? Mache ihm halt nur ein Damage, das finde ich sehr schade. Los geht's! Hier kommt der Cruisy-Stampfer! Ja, ich finde das halt jetzt nicht so cool, ne? Ich meine. Bingo! Yay, ich wäre nicht so, als hätte ich die Sternenergie voll. Ja, ich weiß nicht, mache ich mit dem vielleicht mehr Damage mit dem Hammer? Ich kann es ja mal versuchen. Nein, mache ich auch nur ein Damage, okay. Ja, da kannst du halt voll nicht ausweichen, ne? Nein, ich mach auch den. Vielleicht sollte ich die Stampfattacke
ausführen. Habe ich eventuell irgendwas? Nein, 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 hoch. Such mir mal den Powerblock. Macht er nur 2 Damage, okay. So mache ich mehr Damage. Das war doch lange nicht alles. Schaut mal, was mein kleiner Freund noch alles so kann. Das wird euch aufwärmen. Ach nö. Weg damit. Was trampelt denn der jetzt so? Ach so. Das war sein Problem. Okay. Ich hätte vielleicht die Arme scannen sollen. Egal. Vielleicht kommen sie ja wieder. Wer weiß das schon. Ja, sie kommen wieder. Gut, dann tust du mir bitte... Ich kann die Arme eh nicht scannen. Okay. Ich finde es halt schön, dass meine Füße wieder eingepennt sind. Und jetzt auch einmal beide. Das ist sehr kontraproduktiv beim Kämpfen. Stampft er wieder, weil er genervt ist? Umbrine wird mir bald draufgehen, wenn ich nicht aufpasse. Ich werde jetzt mal einen Multikopf. Bei meinem Glück hätte ich wahrscheinlich auch noch einen Giftpilz bekommen. Oh yeah, ich hab's gedodged. Ich versuche das jetzt mal. Yes! So geht das nicht! Doch, so geht das. Denn du bist jetzt Apfelpampe. Ha! Das kann doch nicht wahr sein! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Oh, 30. Nice. Och, hättest du mir nicht 40 geben können. Oh, Mann. Du hast fast ein Level Up gehabt. It's exploding. Wie soll ich das nur General Crucius erklären? Ist mir doch egal. Eines Tages werde ich es euch heimzahlen. Viel Spaß damit. Oberst Crucilius wartet doch auf uns. Ja, Rückzug, weg hier, wartet! Fehl. Ich meine, richtig schön auf die Nase liegen. Geschafft, Mario. Endlich wird unser Baum wieder so friedlich werden, wie er immer war. Yes! Wie versprochen, Cabrio. Ich weiß doch nicht, Cabrio. Dieses Sternjuwel gehört jetzt dir. Danke. Ein weiteres Sternjuwel! Du hältst ein Sternjuwel. Deine Sternkraft beträgt jetzt 3. Mario lernt die Sternenattacke Paralyse. Wow. Paralyse. Kapitel beendet. Woohoo! Yes! So besiegte Mario Crucilius und hielt das 2. Sternjuwel. Die Armee der Crucionen wurde vertrieben und der Friede kehrte zurück. Der Wunderwald war wieder erfüllt vom fröhlichen Geplapper der Bubus. Aber die Crucionen werden diese Schmach wohl nicht auf sich beruhen lassen. Sie werden alles unternehmen, um Marios Pläne zu vereiteln. Wir sind bisher in... Ja, kann man mal speichern. Wir haben die Crucionen. Ob wir jetzt wieder zu Peach kommen? Ich weiß ja nicht. Aber ich schätze mal schon.
Sind wir im Hauptquartier? Oh, guck mal, der hat eine andere Farbe. Was sagst du? Das kann du kannst Crucidus nicht erreichen? Jawohl, wir warten auf einen Bericht von ihm, aber... General, er bitte Erlaubnis zum Reden. Du hast doch schon gesprochen. Was ist denn? Erstatte Bericht. Offensichtlich hat Mario das Sternjuwel aus dem Unawald erbeutet. Was? Was ist mit Crucilius und dem Schattentrio? Bedauere mitteilen zu müssen, dass sie alle von Mario vertrieben wurden. Hm. Diesen Mario sollte man wohl nicht unterschätzen. Habt ihr etwas über die restliche Sternjuwel-Erfahrung gebracht? Bitte um Vergebung, General. Wir befinden uns gegenwärtig auf der Suche nach diesen Sternen. Eins in Lugardsburg, dann eins im Wunderwald. Dann unser Sternjuwel aus Ruhlingen. Das macht zusammen drei. Bleiben also noch vier Sternjuwelen. Setz die Suche fort und pass auf, dass euch Mario nicht wieder zuvorkommt. Zu Befehl. Also es gibt insgesamt sieben Sternjuwelen, okay. Mario scheint tatsächlich diese Karte zu besitzen. Na gut, von nun an werdet ihr jeden seiner Schritte verfolgen. Zu Befehl. Interessant. Sei auf der Hut, Mario. Ja gut, ich passe auf meinen Hut auf. Ob Mario wohl meine Mail gelesen hat, geht's jetzt wieder duschen. Ach, und wie läuft wohl das Leben im Palast? Vielleicht kann ich nie wieder auf rauschenden Bällen tanzen. Was soll nur aus mir werden? Das ist jetzt dein eigenes Problem und nicht meins. Deswegen, ja. Oh, das war sicher dieser Tech. Ich will da mal reingehen. Vielleicht finde ich ja was Interessantes hier. Geh wieder duschen? Komm, geh mal wieder duschen. Das darf ich doch, oder? Einmal vor jedem Kapitel einmal duschen? Weil Peach möchte ja sauber bleiben. Und dabei schrecklich singen. Ja. Jetzt hätten wir wenigstens was anderes zum Anziehen geben können. Ich mag dieses pinke Kleid von ihr nicht. Das hat gut getan. Ja, mal. Einmal jedes Kapitel. Ich schätze mal, so ein Kapitel dauert eine Woche. Für Mario zumindest. Und dann tut halt Peach einmal in der Woche duschen. Ist die Tür nicht mehr offen gewesen. Und wenn ich jetzt wieder frage, was Liebe bedeutet, solange es hier keine Schleichpassagen gibt, ist ja scheint nicht zu funktionieren, ist ja alles in Ordnung. Ich mag nämlich keine Schleichpassagen spielen, weil ich die sowieso nicht kann. Guten Tag, Peach. Danke, dass du gekommen bist. Ist meine Mail an Mario angekommen? Ja, Empfänger Mario bestätigt den Erhalt der Mail. So, ein Glück. Was gibt es heute? Sicher möchtest du etwas über die Liebe wissen. Habe eben gehört, dass du im Ballsaal tanzen möchtest. Du hast das gehört? Er bitte Verzeihung, bin auf Überwachung der Prinzessin programmiert. Meine Reaktion auf deine Worte war, ich möchte mit dir tanzen. Diese Reaktion ist mir unverständlich. Musste analysieren. Was ist tanzen? Sie analysieren? So etwas kann man doch gar nicht analysieren. Wenn man etwas zusammentun möchte, dann... Das ist Liebe, denke ich. Also... Wenn ich mit jemandem was zusammen tue, heißt das nicht automatisch, dass ich ihn liebe. Sonst müsste ich alle meine Freundinnen lieben und das tue ich nicht, weil das nur Freunde sind, mit denen ich ab und an Zeit verbringe. Und das, ja, das, ja, gut. Ich denke mal, das ist Ansichtssache, wie man Liebe definieren möchte. Aber gut. Lieben tue ich meinen Partner und vielleicht meine Haustiere und meine Kinder. Lassen wir das Thema. Aber du, also du bist ein Computer. Computer haben auch Gefühle. Prinzessin Peach, bitte tanz mit mir. Moment mal. Wie könnte ich tanzen, das... Wie soll ich sagen? Wie soll das gehen, dass ich mit dir tanze? Du nimmst einfach den Monitor und nimmst ihn in die Hand und tanzt mit dem Monitor. Wie wäre es hiermit? Ja, lol. Ich? Hast du das etwa gemacht?
Na gut. Komisches Gefühl, mit sich selbst zu tanzen. Drücke die Knöpfe entsprechend der Anzeige auf dem Bildschirm. Ich weiß doch nicht mal die richtigen Tasten! Ja. Ich weiß halt nicht, wo X ist. Gottes Willen. Danke, Peach. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß? Das also ist Spaß. Tech? Wie versprochen, Peach, du kannst eine Mail schicken. Gib mit der Tastatur den Empfänger und deine Nachricht ein. Hä? Sie hat doch gar nicht darum gebeten. Fertig. Kannst du es abschicken? Error. Nachricht verschickt. Bitte geh auf dein Zimmer zurück. Du musst die neuen Daten sofort analysieren. Die Daten, die den eben erfahrenen Spaß verursacht haben. Okay. Du bist schon ein seltsamer Computer. Falsch. Ich bin der klügste Computer der Welt. Gute Nacht, Peach. Plot Twist. In Wirklichkeit ist der Computer gar kein Computer. Sondern Gruselius. Ja, nein, ist ja nichts passiert.